Hallo und willkommen, ich bin Amgadrein, wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Azulane. So, und anfangen tun wir natürlich wie immer erstmal mit den ganzen Events, die derzeit im Spiel sind. Aber bevor wir hier drauf überhaupt eingehen, noch ein paar andere Punkte. Wir werden natürlich in diesem Video uns wahrscheinlich noch ganz kurzweilig ansehen, was bald kommt und natürlich was in weiter Zukunft noch kommt, weil wir haben bald 5-Jahresfeier von Azulane und noch ein paar andere Gimmicks. Deswegen darauf werfen wir einen Blick. Und sofern es die Zeit zulässt, fangen wir auch heute schon an mit den Priority-Schiffen, wobei ich das gerne in einem Video gehabt hätte, dass ich auf all diesen neuen geforschten Schiffe zusammen eingehe. Also jetzt die neu gekommen sind, die Season 6 davon. Oder was? 7? Naja, auf jeden Fall die neue Season halt. Aber gucken wir erstmal. Fangen wir erstmal hiermit an. Und zwar nämlich Anthem of Remembrance. Und wir können sie abstauben, sollten wir eine gewisse Mission oft genug abschließen. Denn hier diese Punkte müssen wir auf 10.000 bringen. Wir sehen, auf Phase 14 10.000 Punkte, dann haben wir sie freigeschaltet. Wir könnten sie aber auch bauen. Könnten. Aber das kostet natürlich sehr viele Ressourcen, wenn man hier die Sache automatisch in Anführungsstriche kriegt, wenn man genug Punkte nur sammelt. Allerdings steht hier extra, wenn ihr eben, wie war das, der Name Marseillais, wie auch immer, Richelieu und Les Terribles dabei habt, oder hier Algeri, wie auch immer das ausgesprochen wird in Französisch. Aber ja, sollten wir eben diese Schiffe dabei haben, gibt es einen Bonus auf die Punkte, die wir sammeln sollen auf der Karte. Deswegen ist es vielleicht gut, eins dieser Schiffe mitzunehmen. Das macht die Sache auf jeden Fall auf lange Sicht deutlich angenehmer, als wenn ihr das eben nicht tut. Interessanterweise können wir auch Bonuspunkte erhalten, wenn wir sie selber dabei haben. Wo ich es mir sage dann, ich habe mal eben die ganzen Dinger durchgegangen. Ich würde wahrscheinlich gar nicht auf der Eventkarte rummarschieren, wenn ich eben sie schon hätte. Ganz ehrlich gesagt. Aber hey, das ist meine persönliche Meinung nur. Gehen wir gerade ein bisschen weiter. Dann natürlich was anderes, nämlich Highway Star. In dem Fall ist es ein Rerun und da können wir diesen Skin abstauben gehen für eben Jamaika. Ausgezeichnet. Ich habe den Skin sehr wahrscheinlich schon, aber trotzdem werde ich versuchen, hier die Punkte abzustauben, weil es gibt wahrscheinlich auf Phase 7 dann, wenn es den Skin nicht gibt, dafür dann Coins im Spiel, was ich natürlich immer gerne nehmen würde. So, und damit wäre ich ganz kurz mal rübergesprungen, eben zu der offiziellen Event-Seite. Hier gibt es natürlich einige Informationen noch zusätzlich, zum Beispiel eben, dass sie droppt. Ja, wunderbar. Oder sie kann gebaut werden mit einer 1,4% Chance. Okay, das würde ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Ja, ich habe es getan, bis ich gesehen habe, dass ich mal so farmen kann. Und natürlich, da gibt es noch einen schönen Skin für sie, den werden wir uns wahrscheinlich danach aber in der Übersicht noch kurz ansehen. Belohnung, falls man aber die Karten abschließt. Und natürlich, welche Schiffe auch noch auf der Karte droppen könnten. Sofern ihr eins dieser Schiffe haben wollt, wäre natürlich auch noch eine Option am Ende des Tages. Und hier sehen wir uns mal gerade an, was der Bonus überhaupt aussagt, wenn wir eben diese Schiffe dabei hätten. Eins der Schiffe, wie gesagt, reicht. Und dann das Schiff muss allerdings den Bosskampf überleben. Und dann gibt es anstelle von 150 200 Punkte. Also 50 Punkte mehr gibt es also quasi. Wobei das läppert sich. Das läppert sich. Und was kann die gute, wie der Name auch immer ausgesprochen wird? Ja, leichter Kreuz ist auf jeden Fall vom Witcher Dominion ausgezeichnet. Wunderbar. Man kann sie, seht ihr sie hier noch ganz klein? Ja, wie ich schon mal des Öfteren meinte. Die Schiffe werden auch immer kleiner in der Übersicht hier. Aber ja, oh, die Skills. Wow, die Skills sind wieder Romane, sehe ich von hier schon. Zumindest der erste Skill. Sagen wir mal gerade so. So, The Day of Glory Arrives. Wer ist das Skill? Erhöht von diesem Schiff die Geschwindigkeit um 4 und erhöht die Ausweichchance um bis zu 15% und der erlittene Schaden wird auch reduziert um bis zu 15%. Das ist schon mal sehr nice. Wenn dieses Schiff allerdings angegriffen wird, haben eine 15% Chance, dass er eine Barriere raushaut, die 8 Sekunden lang hält und Schaden blockt. Und zwar nämlich bis zu 3% ihrer maximalen Lebenspunkte. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das Ding hat allerdings 20 Sekunden Cooldown zwischen den Aktivierungen, was ein bisschen schade ist. Sollte allerdings die Barriere zerstört werden durch Schaden, wie es aussieht, oder sie läuft einfach aus, haut sie eine Special Barrage raus und Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Der Cooldown macht die Sache ein bisschen kaputt. Wäre der Cooldown bei 10 Sekunden, dann würde ich sagen, top. Aber trotzdem würde ich sie wahrscheinlich in die erste Reihe packen wollen. Oder in die letzte. Wobei die Bonusgeschichte auf Ausweichen und weniger Schaden kriegen, das spricht ein bisschen für die erste Reihe. Ja, eigentlich schon. Egal, der nächste Skill wäre Anthem of Beloved Freedom. Erhöht von diesem Schiff die Feuerkraft und die Treffergenauigkeit bis zu 15%. Und sollte dieses Schiff eben am Leben bleiben, wird von den ganzen anderen Iris Libre-Schiffen und Witcher Minion-Schiffen die Feuerkraft, der Torpedoangriffswert, der Fliegerangriffswert und Nachladegeschwindigkeit um bis zu 8% erhöht. Und alle auf der höchsten Stufe 20 Sekunden stellt sie hier 1% von diesen ganzen Schiffen, von deren maximalen Lebenspunkte wieder her. Sie heilt und bufft gleichzeitig? Und das ist passiv? Wow.
Weil ich bin gerade überlegen, ob das für sie selber zählt. Weil sie ist ja eine von den Fraktionen, so ein Schiff. Ich glaube, das aber für die anderen Schiffe leider den Bonus nur gibt. Was unglaublich schade ist. 1% alle 20 Sekunden ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber sehr hilfreich, möchte ich mal beinahe gerade sagen. Vor allem, wenn die Kämpfe hier und dort ein bisschen länger dauern. Ansonsten haben wir noch ein All-Out Assault. Ich glaube, ich sehe schon, welches Schiff mit ihr gut klarkommen könnte. Könnte es auch von hier ein von den Franzosen-Schiffen sein? Hier Jeanne d'Arc vielleicht? Oder Jeanne d'Arc? Ich glaube schon. Weil die hat ja auch ein Schild, der im Verteilen ist. Und dann heilt die womöglich ein bisschen dabei, wenn es gebrochen wird. Ist die Frage, ob das decken kann, die Barriere und von ihr die Barriere. Das ist natürlich eine Sache für sich. Aber trotzdem, das ist schon mal ein sehr interessantes Schiff. Ich würde sehr empfehlen, das jedem mal mitzunehmen. Und gerade weil ich nochmal zurückgegangen bin, sie hat eine Ausweichchance standardmäßig auf der höchsten Stufe von 136. Das ist im großen Zusammenhang nicht besonders viel, vor allem für leichten Kreuzer. Da gibt es andere, die locker über 200 kommen, aber... Ja gut, da kann man natürlich mit Equipment noch ein bisschen was dran tun, aber das Equipment und so weiter würde ja für die anderen auch zählen. Hat sie Lebenspunkte halbwegs? Oh, sie hat 3700 Lebenspunkte. Okay, da bleibt sie auch am Leben. Da bleibt sie auch halbwegs am Leben. Das ist dann gar nicht verkehrt. Dann bringen auch diese 15% weniger Schaden kriegen tatsächlich was. Vielleicht doch irgendwo an der letzten Position hintackern, damit sie zwischendurch Beschuss abkriegen kann, aber eben nicht Dauerfeuer kassiert, weil die Möglichkeit zu heilen, glaube ich, ist zu gut, als dass ich sie hops gehen lassen wollen würde, sofort. Und wie ich schon meine, wir packen uns noch ein paar Priority-Ships. Ich habe nämlich eben versucht nachzugucken, ob es irgendwas Spezifisches an Informationen schon dazu gibt, was das neue Event aussagt, was ja nach den kommenden Wartungsarbeiten schon kommen wird. Aber da steht nur der Name, nämlich, wie hieß es so schön? Eventide's Eve soll kommen. Gucken wir mal, was damit auf sich hat. Gucken wir damit mal. Aber lass uns mal gerade außen so stehen. Gehen wir mal los hier gerade mit dem Priority Schiff oder einen von den beiden, die ich heute auf jeden Fall noch krallen werde. In dem Fall wäre es nämlich Shimanto. Sie muss geforscht werden, ja. Deswegen Priority Schiff. Sie ist ein leichter Kreuzer eben vom Sakura Empire. Also Research in dem Falle heißt es, ihr müsst gewisse Missionen erfüllen und ihr müsst gewissen auch Level haben vor euren Accounts, sonst habt ihr überhaupt keinen Zugriff da drauf. Ich meine so um die 50 Level, meine ich rum, wir fing das an. Aber wie dem auch gerade sei. Den Shipyard, da wo man eben diese Priority-Schiffe jetzt auch sehen kann, den gibt es tatsächlich schon ab Stufe 30. Ich glaube, das mit Stufe höheren Grad ist, glaube ich, für die Forschung und ein paar anderen Sachen, die kommen erst später. Ach nee, das war der Meta-Lab bestimmt, oder? Ja, das unlockt eben mit Operation Siren oder den Cruise-Mission, witzigerweise. Ja, aber Operation Siren, meine ich, wäre nötig, damit wir die ganze Sache auch farmen gehen können, wie ich in der Vergangenheit schon meinte. Und das wiederum bräuchte... Das ist Level 60. Okay, gut zu wissen. Aber die ganze Forschereigeschichte, also jetzt der Schiffe ausbauen und so weiter, kommt tatsächlich vorher. Das ist gut zu wissen. Okay, also ab Stufe 30 haben wir Zugriff hier drauf. Allerdings ist es ein Langzeitprojekt in jedem Falle, denn bis wir von ihr genug Blaupausen gesammelt haben über die Forschung, das wird es durchaus ein bisschen dauern. Das Schiff freischalten ist die eine Geschichte, aber da wirklich da auf maximaler Ebene rumhantieren kann, aber das ist Sache für die Zukunft. Deswegen macht euch nicht Gag, das wird ein bisschen dauern. Aber gucken wir uns mal an, was ihr kann. Wow, ich krieg's fast nicht komplett angezeigt, so viel Text steht hier gerade. Aber ja, Skill Nummer 1 wäre das hier vorne. Torrential Wrath. Mit jeder zweiten Welle von Torpedos, die dieses Schiff abfeuert, gibt es eine Special Barrage. Schaden richtet sich nach der Skillstufe und Gegner, die getroffen werden, bekommen Flooding Ailment, also Schaden über Zeit, kriegen sie quasi reingedrückt, für die nächsten 6 Sekunden. Und übrigens, wenn diese Barrage aktiviert werden sollte, werden alle Feuer gelöscht bei allen Schiffen in der Flotte. Das zählt allerdings nicht, wenn das ein spezieller Brandeffekt ist, weil da gibt es ja ein paar Schiffe, die speziellen Brandschaden verursachen. Also das wird nicht gelöscht, aber normales Feuer wird eben gelöscht. Und für 3 Sekunden reduziert den erlittenen Brandschaden in der ganzen Flotte bis zu 50%. Ich nehme an, falls das dieser Ailment-Schaden ist, der wird wahrscheinlich dann damit gemeint, weil wenn der restliche Feuer ja schon aus ist, nehme ich das jetzt mal an. Weil wenn das andere Feuer aus ist, was soll noch brennen? Es sei mal wieder ein Brandgesetz, fällt mir gerade ein. Aber egal. Und dann natürlich gesteht ihr noch, wenn diese Barrage eben vom Skill aktiviert wird, das zweite Mal, wird die Barrage übrigens bis zum Ende des Kampfes auch nochmal verbessert. Und feuert es übrigens nach 5 Sekunden nochmal neu. Das ist schon ziemlich nice. Der Allstatt hier am Anfang gefällt mir ziemlich gut. Nicht, dass ich meine Flotte ständig in Brand gesetzt sehe. Aber die Tatsache, dass sie mit Torpedos Wellen am rausknallen ist, das ist schon nice.
Schade, dass er kein Zerstörer ist. Isos Gewehre Divine Presence. Wenn der Kampf beginnt, bekommt dieses Schiff erstmal einen speziellen Anti-Air-Gun. Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Mhm. Sollte dieses Schiff mit der Prototyp 150mm Typ 5 High-Angle-Gun Mount equipped sein, wird bei diesem Schiff der dritte Slot die Efficiency um 30% erhöht. Mhm. Alle 10 Sekunden oder jedes Mal, wenn sie eben ihre Flugabwehrkanone benutzt, wird von der kompletten Vanguard die Flugabwehr um bis zu 6% verbessert und das stackt auch noch dreimal. Und sollte der Effekt eben dreimal gestackt haben, dann stellt sie 4% von der Vanguard, deren maximale Lebenspunkte, wieder her bis zum Ende des Kampfes. Und von ihr, der erlittene Schaden, wird um 8 bis zu 18% reduziert. Wow, heavy stuff. Ansonsten ist noch ein Siren Killer, das heißt, man Siren kriegen einfach generell bis zu 15% mehr Schaden von diesem Schiff hier. Gut. Und ansonsten hat er noch All-Out Assault, wo sie einfach mehr um sich knallt. Mensch, das ist Übersicht dieses Schiff, würde ich mal trocken sagen. Und wisst ihr was? Das Schöne ist, das absolut Tolle ist, ich werde dann wahrscheinlich noch gleich einspielen, kurz lassen, wie das Schiff denn in Spiel hantiert, weil glücklicherweise kann man ja bei den Priority-Schiffen vorher sich ansehen, was für Skills sie haben. So, ganz wichtig, bevor wir hier diese Simulation starten von ihr, das sind die Klamotten, die installiert worden sind. Ich meine, diese Triple 150mm, die ist ja speziell, die muss equipped sein, also gibt es einen gewissen Buff danach nicht im Spiel. Aber ja, der Rest, ja, gut, könnte man natürlich austauschen. Aber gehen wir mit den Klamotten so rein und gucken uns an, wie es läuft. So, jetzt gucken wir mal. Bald müsste es ja soweit sein, dass sie hier ihren Special rausjagt mit der. Nebenbei, dass sie zwischendurch speziell schießt. Aber eben auch, dass sie ja hier ihre Torpedos um rausjagen ist gleich. Wow, so verschwindet sogar gegen Ende. Ja, ich hatte auch. Warum auch immer, wo das hier rauskam, das Event, habe ich hier direkt drauf geklickt. Und natürlich wisst ihr ja auch, dass man, wenn man erstmal gestartet hat, die Development, kann man sie nicht einfach abbrechen. Und deswegen habe ich ein paar Sachen hier durchlaufen lassen. Aber habe dann doch rübergewechselt zum gewissen anderen Schiff, was wir uns gleich ansehen werden. Und das zweite Schiff, was wir heute uns packen werden, wäre Hindenburg. Es ist kein Zeppelin, sondern ein Heavy Cruiser vom Iron Blood Verein. Okay, cool. Mhm, coole Optik. Nice. Sie ist noch kleiner als die Kollegin eben, noch schwerer zu erkennen hier. Ich muss das Bild dann nochmal größer sehen. Ich kann fast kaum ausmachen, was das hier alles darstellen soll. Aber es sieht monströs aus. Sagen wir mal einfach schon mal so. Und ihr seht unten schon monströs lange Skills. Wow. Naja, zumindest der erste Skill ist monströs. Sagen wir mal gerade so. Nämlich der wäre The Most Dangerous Game. Erhöht von diesem Schiff die Feuerkraft um 5% und die Ausweichchance und Treffergenauigkeit um bis zu 15%. Mhm. Und ansonsten werden eben einer dieser folgenden Effekte ausgelöst, dementsprechend was im dritten Equipment-Slot eben equipped worden wäre bei der Waffe. Also entweder ist da eine Main-Gun equipped, dann wird einfach die Feuerkraft bis zu 10% erhöht und der Schaden, den sie auszahlt, um 5% und Geschosse, die sie raushaut mit der Main-Gun, würden eben gegnerische Schilde ignorieren. Das ist sensationell. Das wird auch wahrscheinlich auch bei gewissen Eventbossen und so weiter helfen dann. Nehme ich jetzt mal stark an. Wenn Schilde ignoriert werden können, wow, dann kann sie ziemlich Aua machen. Das ist sehr, sehr schön. Allerdings, wenn sie eine Luftabwehrkanone da installiert hätte, bekommt sie einen Bonus auf Ausweichen um bis zu 10% und reduziert den Schaden, den sie leidet, um 8%. Und wenn der Kampf anfängt und danach alle 30 Sekunden haut sie zwei Schilde raus, die 15 Sekunden lang halten und bis zu 8 Geschosse gegen sie absorbieren würden. Also baut man eher einen Damage-Dealer und Tank daraus. Sensationell. So was. Könnte es ruhig öfter im Spiel geben. Dementsprechend, was ich einbaue, dementsprechend baue ich was daraus. Das ist schön. Das ist Daumen hoch, sag ich schon. Allein die Tatsache, dass man die Schilde ignorieren kann, Zucker. Und das Zusatzskill wäre Doombringers Euphoria. 3 Sekunden nach Beginn des Kampfes und danach alle 15 Sekunden haut sie eine Special Barrage raus und sie würde auf getroffene Ziele Hunted Debuff eben drauf tackern. Schaden richtet sich nach der Skillstufe und alle 5 Sekunden
wo eben ein Gegner diesen Hunted Debuff drauf hätte im Schlachtfeld, haut sie eine Special Attacke raus. Nice! Vor allem, wenn der Gegner noch nicht direkt tot sein sollte, dann kann man das irgendwie sogar ein bisschen ausnutzen, stelle ich mir gerade vor. Ne? Special Attack jemanden erwischen und dann vielleicht auf den Boss Dauerfeuer geben, ohne dass das Ziel dabei gekillt wird, das andere. Vielleicht. Ansonsten ist es ein Siren Killer, also macht bis zu 15% mehr Schaden gegen Sirens und noch ein All-Out Assault. Nice. Nice. Gucken wir uns auch ganz kurz an, was sie hier mit dem Kampf so tut. Nämlich jetzt. Und ich bin auch auf einem guten Weg. Ne? Mit der XP-Sammlerei, das ist so ganz langsam, aber sicher tümmle ich mich vor die Füße hier. Gerade bei so einem Event, wo man farmen muss, ist ideal, finde ich, dass man dann Ironblood-Schiffe rauspackt. Aber reden wir nicht lange drum rum. Auf geht's. Waffen. Mhm, da das installiert, gut zu wissen. Wow, sie reitet wirklich nach Lindwurm, der um sich schlägt zwischendurch. Okay, cool. Ja, das war der Special-Schuss, der sah nicht verkehrt aus. Schön fächer vorne, dass ja was getroffen wird. Ja, hat was. Hat was, ganz ehrlich gesagt. Hat auf jeden Fall was. Allein die Tatsache, dass verschiedene Waffen bei ihr auch verschiedene Effekte auslösen. Aber gut, dass ich es angefangen habe zu stricken, weil, Zucker sage ich nur. Ja, und die anderen paar Schiffe hier, die drei, die ich heute noch nicht angesprochen habe, wie gesagt, die kommen dann im kommenden Video. Und da fehlt nur eine Kleinigkeit, nämlich die Skins. Was haben wir an Skins? Wir haben eigentlich, wenn man es genau nimmt, nur ein Skin jetzt für dieses neue Schiff, logischerweise. Wo wir auch eine Animation mit bei haben. Aber noch ein paar andere Schiffe habe ich eben über sich gesehen. Hier das Schiff hätte auch einen Rerun. Genau, für Essex gibt es einen Skin. Für Akatsuki gibt es noch einen Skin. Und für nicht sie halt, aber da waren drei Schiffe, die ich meine. Ich bin mir sicher, dass du nicht damit gemeint warst. Wer ist das andere Schiff dann noch? Ach, natürlich. Jetzt verstehe ich es. Weil ich habe nämlich drei Schiffe in der Übersicht gesehen, welche Rerun-Skins waren. Der eine Skin ist natürlich von Jamaika gewesen. Ja, den wir ja so freischalten gegen Punkte. Deswegen ist der hier nicht bei, logischerweise, weil man den nicht kaufen kann. Okay, cool. Nee, aber das wären jetzt hier die Skins, die wir auf jeden Fall abstauben gehen können. Ausgezeichnet und eben für das neue Schiff. Schön. Mensch, da haben wir noch was. So, und dann sage ich nur eins, nämlich danke fürs Beischauen, Zuhören, das war Omega 3 und so viel zum Thema erstmal also Lane. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder, A, haben wir dann das neue Event am Start und B, können wir uns dann, sofern er nicht zu viel aufschlägt, dann auch die anderen, ja, Priority-Schiffe uns eben mal ansehen. Gut. Bis dahin also erstmal. Und ciao.